gerne zu Bobbys Bible Palace. Nee, mir geht's heute gar nicht gut. Ich habe einen Kater. Kennt ihr das? Da will man nur mal ganz kurz prüfen, ob der Messwein fürs nächste Abendmahl klar geht. Und ehe man sich versieht, hängt der Schlüpfer über dem Kruzifix. Und Schwester Ignatia regt sich darüber auf, dass man ihn angeblich nicht rechtzeitig rausgezogen hätte. Sorry, Schwesterchen. Das war dann wohl Gottes Wille. Im Heiligen Buch gibt es 1500 Stellen, wo über Wein geredet wird. Echt wahr? Super beliebtes Trinkspiel unter Messdienern. Bibel irgendwo aufschlagen, gucken, ob über Wein geredet wird. Ah, da. Und ein Trinken. Ex oder Satan? Ah, hier. Jesus Christus zum Beispiel, ja. Der war mal auf einer Hochzeit und dann hat er da ganz lässig Wasser in Wein verwandelt. Ich meine, das war ja quasi die erste Flatrate-Saufparty der Welt, ja. Und der Beweis, dass er sowas wie der Puff Daddy von Kanaan war. Puff Daddy hat übrigens Millionen mit einer eigenen Tequila-Marke gemacht, ja. Und das in ein paar Jahren. Jetzt stellt euch mal vor, wie reich Jesus gewesen wäre, wenn er mit einer eigenen Tequila-Marke rausgekommen wäre. Vor 2000 Jahren. Ich meine, der wäre so reich. Der wäre so reich wie die katholische Kirche. Sorry, so reich wäre er natürlich nicht. Ich meine, gar nichts ist so reich wie die, nicht mal Gott ist so reich wie die katholische Kirche. Ding, 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 katsching. Neuer Merch im Shop. Kauf den Scheiß, kauf den Scheiß. Aber Jesus, der hat noch viel krasseren Move gepullt. Ich meine, ganz ehrlich, der hat mal seinen Jüngern erzählt, dass wenn sie Wein trinken, dass sie sein Blut trinken. Kein Scheiß. Wenn ihr nicht esst das Fleisch des Menschensohns und trinkt sein Blut, so habt ihr kein Leben in euch. Das klingt ein kleines bisschen wie The Walking Dead, eh? Apropos The Walking Dead, da hab ich noch... Hier. Die älteren Frauen aber fordere ich auf, ein Leben zu führen, wie es Gott Ehre macht. Sie sollen nicht klatschen und tratschen, noch sich betrinken, sondern mit gutem Beispiel vorausgehen. Bäm, Alter! Ehrlich, wenn ich das den alten Damen bei uns im Gemeindenähkurs erzähle, die bringen mich um, die fressen mich auf, die spülen mich mit Eierlikör runter. Hier. Aber ich gehe jetzt mit gutem Beispiel voran. Ich trinke ausschließlich nur noch kaltes, klares, frisches Gebirgsquellwasser. Oh, denn es geht nichts über reines Wasser, das mit der Liebe des Herrn angerichtet ist. Gottverdammte Scheiße, was ist das denn? Mann!